Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. In diesem Podcast geht es um mentale Gesundheit, es geht um Selbstliebe, Selbstfürsorge, um die Freuden und Herausforderungen, die ein LGBTQI-Leben mit sich bringt. Ich heiße Cora, bin der Host dieses Podcasts, habe einen Master im mentalen Coaching und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser Folge möchte ich dich einladen zu einer stärkenden Meditation, die dir helfen wird, zuversichtlicher zu werden und dir eine tiefe Ruhe in dir geben wird. Such dir am besten einen Ort, wo du deine Ruhe hast, schalte dein Handy aus. Schau, dass dich in den nächsten Minuten niemand stört und such dir einen Ort, wo du dich hinsetzen kannst oder hinlegen kannst, so wie es dir angenehmer ist. Meistens eignet sich's besser, wenn man sich hinsetzt, weil man dann nicht so schnell einschläft. Und schließ gern deine Augen und atme einfach mal tief durch. Schick deinen Atem ganz tief in deinen Bauch. Und leg deine Arme ab und schau, dass deine Beine und auch deine Füße eine bequeme Position haben und die sich ganz entspannen können. Und schau, dass dein Rücken und auch dein Kopf eine bequeme Position finden und kreis dafür einfach auch gerne mal mit deinem Kopf und schau, wo da die natürliche Position ist von deinem Kopf. Leg mal deine Hände auf deinen Bauch, so ungefähr auf der Höhe von deinem Bauchnabel und achte jetzt mal auf deinen Atem. Schau mal, ob dein Atem so tief in deinen Bauch fließt, dass die Hände sich heben. Und wenn es nicht so ist, dann atme mal ganz bewusst in deine Hände. Und mit jedem Atemzug, den du machst, umso mehr Entspannung kommt. Und umso mehr kannst du loslassen. Umso mehr kannst du ankommen. Umso wohler und umso ruhiger fühlst du dich. Vielleicht hörst du jetzt noch irgendwelche Geräusche, aber lass die einfach an dir vorbeifließen. Lass dich nicht von denen stören. Ich zähle nun von 10 herab auf die 1. Mit jeder Zahl kommst du in eine tiefere Entspannungsstufe. Zehn. Du erlaubst dir, immer mehr loszulassen, immer mehr zu entspannen. 9. Du spürst, wie eine tiefe Ruhe sich in dir ausbreitet. 8. Du spürst ein angenehmes, wohliges Gefühl, das sich in dir ausbreitet. 7. Eine tiefe Harmonie füllt dich aus. 6. Die Stille berührt dich. Und die 5 hilft dir,
weiter tiefer zu sinken, tiefer in deine ganz persönliche Entspannung. Die 4 hilft dir, weiter loszulassen. Dein Körper wird ganz sanft und weich. Mit der 3 fließt alles von dir ab, alle Anspannung und alle Sorgen. Mit der 2 bist du gelöst und frei. Und mit der 1 sinkst du jetzt noch tiefer in deine Entspannung. Und genieß es. Genieß Gelöstheit und die tiefe Ruhe, dieses tiefe Vertrauen, dass alles in Ordnung ist, dass alles sich fügt. Dass du geborgen bist. Ich lade dich jetzt ein, mit mir auf eine Reise zu gehen, eine Reise zu deiner Energie und zu deiner Kraft. Und stell dir nun vor, es ist ein schöner, angenehmer Sommertag. Du bist auf einem Weg, der an einer Wiese entlang führt. Du schaust auf diese Wiese und siehst ein riesiger, prächtiger, ganz stabiler Laubbaum auf dieser Wiese stehen. Du siehst das satte Grün der Blätter und siehst die prächtige Krone. Du fühlst dich angezogen von diesem Baum und läufst über die Wiese zu dem Baum. Und als du an dem Baum angekommen bist, legst du deine Hand auf die kühle Rinde. Und du hörst die Blätter rascheln, weil ein leichter Wind geht. Und du stellst dir vor, wie alt dieser Baum wohl schon sein muss und welchen Stürmen er schon getrotzt haben muss. Und was er wohl zu erzählen hätte, wenn er sprechen könnte. Wenn sich's gut für dich anfühlt, dann setz dich gerne hin und lehn dich an dem Baum an. Und spür mal, wie gut es sich anfühlt, dass da hinter dir so ein starker Stamm ist. Stell dir nun mal vor, wie die Wurzeln des Baumes aussehen, wie sie sich tief in die Erde gegraben haben, wie sie den Baum darüber versorgen, über die Wurzeln. Sie versorgen ihn mit Wasser und Nährstoffen und wie sie ihm Halt geben und Struktur. Und wie viel Kraft von diesen Wurzeln ausgehen mag. Um
umso länger du an diesem Baum angelehnt da sitzt, umso mehr spürst du die Kraft des Baumes. Und umso mehr fühlst du, dass die Kraft auf dich übergeht. Und umso mehr fühlst du dich als Teil vom Großen und Ganzen. Und du spürst diese große Zuversicht und Gelassenheit in dir. Und genieß einfach dieses Gefühl. Und sei dir bewusst, dass dieser Ort, dass diese Wiese mit diesem Baum drauf, dass es dein Ort ist, dass es dein Kraftort ist, in den du jederzeit zurückkommen kannst und in den du jederzeit wieder Kraft tanken kannst, wenn du dich vielleicht nicht so kraftvoll fühlst. In den du Zuversicht und Lebensenergie bekommen kannst. Spür dem nach, wie diese Stabilität und diese Ruhe, die dieser Baum ausstrahlt, und dieses tiefe Vertrauen ins Leben, wie sich das auf dich auswirkt. Wie sich das ausbreitet in deinem Körper, dieses Vertrauen. Wie es einströmt in deinen Körper. Und wie sich es ausbreitet bis hin zu deinen Fußspitzen, bis hin zu deinen Fingerspitzen. Bis in deinen Kopf rein. Und genieß dieses gute Gefühl für einen Moment. Spüre dem jetzt nochmal nach. Spür die angenehme Schwere. Spür die angenehme Schwere deiner Füße, doch deiner Arme. Und spür die Ruhe, die Gelassenheit und auch die Zuversicht, die du jetzt gewonnen hast, die aber schon immer in dir war. Du vielleicht einfach nur verloren hast gerade. Und langsam ist es Zeit, zurückzukehren. Zurückzukehren von deinem Ort der Kraft, zurück in deinen Alltag. Das Schöne ist, dass du diese Lebensenergie, die du da an deinem Kraftort gefunden hast, wiedergefunden hast, dass du sie mitnimmst. Verabschiede dich von dem Baum und konzentriere dich nochmal auf deinen Atem. Spür, wie er ein- und ausfließt, wie sich dein Bauch und auch dein Brustkorb hebt und senkt,
fang nun an, langsam deine Zehen zu bewegen und deine Finger zu bewegen. Du kannst leicht die Fäuste ballen und räkel dich und streck dich und öffne nun die Augen. Du bist jetzt wieder ganz wach und fühlst dich ganz erfrischt und voller Gelassenheit. Herzlich willkommen zurück aus dieser Meditation. Ich hoffe, du fühlst dich gut, du fühlst dich gelassen und entspannt und kannst voller Zuversicht an die Herausforderungen und Aufgaben denken, die du in nächster Zeit haben wirst. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, da kommt eine neue Podcast-Folge raus. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder dich mit mir vernetzen willst, dann folg mir gern auf Instagram oder Facebook. Da findest du mich unter Frau Courage oder schreib mir eine E-Mail unter kontakt@fraucourage.de. Ich freue mich immer darüber, von euch zu lesen oder zu hören. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Alles Liebe, deine Cora.